So, wir zeichnen jetzt die Sitzung auf. Herzlich willkommen euch allen Zuschauern zum Online-Seminar der Deutschen Huntington-Hilfe anlässlich des Angehörigen-Seminars, aber für alle frei zugänglich. Mein Name ist Jochen Meyer, ich bin von der Deutschen Huntington-Hilfe und ich wollte jetzt erstmal einfach am Anfang ein paar Dinge zur Bedienung der Technik sagen. Ihr habt im Vorfeld gemerkt, auch ich bin nicht perfekt. Auch bei mir geht manches schief. Deswegen haben wir uns ein bisschen was verschriftlicht und das gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch, bevor wir unseren Referenten begrüßen. Also alle Teilnehmer sind bei diesem Online-Seminar Zuschauer und nicht sichtbar. Das heißt, weder hör- oder sichtbar. Und es können hier Fragen gestellt werden. Diese Fragen, und das haben wir hier auf dieser Folie, die ich gerade präsentiere, das wäre über den F- und A-Knopf zu tätigen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Verständigungsfragen, wenn ihr an den Referenten gegen später eine Frage habt, schreibt es bitte hier rein. Und wir werden dann einfach schauen nach jeweiligen Themenblöcken, dass wir die Fragen natürlich auch beantworten oder am Ende des Vortrages. Das Online-Seminar wird aufgezeichnet und diese Aufzeichnung werdet ihr im Nachgang unter der DHH-Seite Online-Seminare dann auf unserem YouTube-Kanal sehen. Und könnt es dann natürlich auch teilen. Hier haben wir die Freigabe von Chris. Schon mal vielen Dank dafür. Genau. Die Agenda, was erwartet euch heute? Es gibt erstmal die technischen Hinweise noch, die Vorstellung von uns als DHH auch, weil uns kennt noch nicht jeder der eingewählten Teilnehmer. Dann natürlich die Vorstellung des Referents und dann ganz, ganz arg wichtig, dieser Vortrag zum Thema Logopädie. Im Nachgang gibt es dann noch Infomaterial, die Ansprechpartner der Huntington-Hilfe und wir werden so circa anpeilen, 16:30 Uhr zum Ende zu kommen. Ja, ich habe schon vorhin ein ausgeführt. Wir haben einmal diesen F- und A-Knopf an der Taskleiste eures PCs. Hier könnt ihr während des Vortrages sehr, sehr gerne Fragen stellen. Diese Fragen werden dann jeweils nach dem Themenblock beantwortet und bei jeder Frage wird nur der Vorname vorgelesen von mir dann. Ich unterstütze hier der Referent. Es sei denn, was ihr auch machen könnt, ihr könnt auch eine anonyme Frage senden. Dann gibt es keinen Namen dazu und alles ist gut. Genau, und nach der Beantwortung dieser Frage ist es für alle sichtbar, dass die Frage beantwortet ist und was die Frage war. Nein. So, Teilnahme an Umfragen werden wir auch noch machen. Wir werden jetzt so ein kleines bisschen Auflockerungsspielchen machen. Wir haben, manche kennen das schon, unsere drei Standardumfragen, dass wir einfach so ein bisschen einschätzen können, woher kommen diese Leute, in welchem Alter sind sie. Und ich stelle jetzt einmal eine Umfrage an alle ein und werde diese dann starten und dann werde ich noch ein klein bisschen warten. Also in der ersten Umfrage geht es darum, wir wollen wissen als DHH, welche Bundesländer sind denn vertreten hier? Von wo kommen die meisten Zuhörer? Ich starte jetzt mal die Umfrage. Die müsstet ihr alle auf eurem PC beantworten können. Chris, siehst du die Ja, Umfrage auch? ich sehe es auch. Genau, und jetzt trudeln schon die ersten Antworten ein. Wir warten noch so ein bisschen. Schauen, dass ich nicht runtergehen kann. Haben alle gedrückt? Ich sehe, 82% haben beantwortet.
Warte mal nur ganz kurz, bis jeder sein Bundesland gefunden hat. So. So, jetzt kann ich mal die Resultate freigeben, dass man einfach mal sieht, aus welchem Bundesland die Zuschauer halt bei uns teilnehmen. Schon mal ganz interessant. Aus Bayern kommen 15%. Aus Berlin-Brandenburg haben wir leider niemand. Schade. Und so verteilt sich das dann einfach. Ja, aus Österreich, der Schweiz haben wir sogar Zuschauer. Eine. Sehr schön, das freut uns. Also unsere Reichweite ist groß und das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Vielen Dank dafür. Ich werde jetzt nochmal eine neue Umfrage starten. Und so, und was wir hier wissen wollen, ist einfach, zu welcher Altersgruppe gehören Sie? Wen sprechen wir mit unseren Themen der Logopädie an? Das ist für uns auch ganz, ganz arg wichtig, dass wir das mal sehen. Wen erreichen wir hier? Okay. Spannend. Ich teile die Umfrage. Also wir sehen hier ein deutliches Plus bei über 60, was sehr, sehr toll ist. Aber auch die Jüngeren und das sehen wir hier, auch die sind mit dabei und das freut uns, dass wir da einfach so bunt gemischt jemanden erreichen. Ganz, ganz toll. Genau. Das war die Umfrage der Altersgruppe. Perfekt. Und jetzt machen wir noch einmal eine Umfrage und dann sind wir aber auch wirklich durch. Und halt, das war falsch. Stopp. Genau, was uns hier noch interessiert, wäre die Frage: Sind Sie schon Mitglied bei der Deutschen Huntington-Hilfe oder sind Sie noch nicht Mitglied? Okay. Resultate freigeben. Also wir sehen auch hier, es ist gemischt und das freut uns sehr, dass wir sowohl Mitglieder wie auch Nichtmitglieder erreichen. Das ist ganz, ganz top. Freut uns ganz, ganz arg, dass ganz, ganz viele dabei sind. Perfekt. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Mitmachen. Genau. Ich stelle noch ganz kurz für die Leute, die nicht Mitglieder sind und vielleicht von der Deutschen Huntington-Hilfe noch nicht so wirklich viel gehört haben, uns ganz kurz vor. Wir sind eine Selbsthilfeorganisation bzw. eine Interessenvertretung, die sich 1970 gegründet hat. Wir hatten letztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum bestehen. Wir sind bundesweit aufgestellt, das heißt, wir haben viele Regional-Selbsthilfegruppen, wir haben Landesverbände und ganz, ganz arg viele Kontaktpersonen, haben eine Geschäfts- und Beratungsstelle in Duisburg, also mit Sitz in Duisburg. Hier bekommt man individuelle Beratung. Auch wichtig hier, bitte nutzt es. Unsere Kollegen in der Geschäftsstelle sind von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erreichbar oder auch per E-Mail, sehr, sehr gerne. Also es ist wirklich wichtig, dass wir hier auch, sage ich mal, die Vernetzung und den Bedarf sehen. Angebote, wir machen ganz, ganz arg viele Angebote, regionale Treffen, Informationsveranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel hier, mit ganz viel Infomaterial sind wir ausgestattet, auch das nutzt es bitte. Und dann unsere Quartalszeitschrift, der Huntington-Kurier, der ist ganz, ganz arg wichtig. Und jetzt kommt natürlich im Vorfeld, meistens kommt es beim Fernseher erst im Nachgang, kommt die kleine Schleichwerbung für uns natürlich auch.
Das heißt, hier könnt ihr auch, gibt es unten einen Link zum Mitgliedsantrag. Also wer heute feststellt, jawohl, Mensch, ich möchte die Handicaphilfe unterstützen, kann sehr, sehr gerne Mitglied werden. Auch da freuen wir uns über jedes neue Mitglied. Ja, was gibt es mit dieser Mitgliedschaft und was ist da damit verbunden? Quartalsweise gibt es diesen Handicap-Kurier. Das heißt, es ist die Mitgliederzeitschrift. Hier werden einfach ganz, ganz viele Dinge aus dem Vereinsleben publiziert, aber auch ganz, ganz neue, die Neuigkeiten aus unserer Forschung. Ist eigentlich immer ganz, ganz sehr, sehr gern genommen und ganz viele Artikel sind auch super. Vergünstigungen zu Informationsmaterialien und Veranstaltungen. Was wir neu haben, auch hier der Aufruf, hier finanzielle Unterstützung, zum Beispiel auch Corona-Hilfen oder Auszeit für pflegende Angehörige, was ganz arg wichtig ist, haben wir auch heute Morgen nochmal in einem Seminar gehört für die Angehörigen, die sich angemeldet haben. Hier gibt es einen Zuschuss dafür, finanzielle Unterstützung. Was auch nicht unerheblich ist, ist die Gemeinschaft, die Vernetzung mit Gleichgesinnten, die ganz arg wichtig ist. Und Wissen und Erfahrung und Informationen, die wir bereitstellen, genauso wie die Möglichkeiten Sozialrechtsschutz durch den VDK in der ersten Beratung in dem Sinn kostenlos zur Verfügung gestellt zu bekommen. Und was sie durch die Mitgliedschaft natürlich auch machen, sie stärken unsere Stimme bei Organisationen und Verbänden. Zum Abschluss nochmals eine kleine Werbung. Sie können Gutes tun, auch ganz ohne Kosten. Viele von unseren Leuten bestellen bei Amazon, auch in Corona-Zeiten. Hier kann man wirklich Gutes tun, ist mir als Deutsche Handicaphilfe auch auszuwählen über Amazon Smile, dass man auch über die Schweiz und Österreich machen kann. Hier unterstützt man mit 0,5% der Einkaufssumme uns als Deutsche Handicaphilfe. Nutzen Sie das Angebot, unterstützen Sie uns und das war es jetzt mit unserem Werbeblock und ich will auch nicht mehr arg viel Zeit verlieren. Ich freue mich, dass ich im Vorfeld euch jemand als Referent gewinnen konnte und zwar Christopher Kern, der lange Jahre schon Logopäde ist in Itzehoe, auch eine ganz, ganz breites Wissen im Bereich der Logopädie besitzt. Und ich möchte jetzt auch gleich abgeben, lieber Chris, an dich. Stell dich bitte kurz vor und dann können wir sehr, sehr gern auch in deinen Vortrag einsteigen. Vielen Dank an alle. Ja, prima. Bin ich jetzt zu hören, Jochen? Okay, dann fange ich an. Hallo, mein Name ist Christopher Kern und ich bin klinischer Logopäde und Fachtherapeut für kindliche Schluckstörung und Schluckstörung im Erwachsenenalter. Und ich habe vorab dem Jochen und der Deutschen Handicaphilfe eine Verschriftlichung zur Verfügung gestellt, dieses Vortrages. Das ist für mich jetzt ein bisschen komisch. Ich sehe jetzt die ganze Zeit den Jochen. Normalerweise sehe ich immer meine Teilnehmer in den Fortbildungen. Das ist jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wir kriegen das gut hin. Ich möchte heute gerne folgende Punkte mit Ihnen besprechen. Zum einen gebe ich eine Einleitung, ich mache eine Einführung in das Schlucksystem, ich werde die Bedeutung der Logopädie erwähnen, dann kommen wir zum Bereich der Dysphagie, dann kommen wir zu dem Bereich, gibt es eine Huntington-Dysphagie? Dann werden wir uns mit den oralen Kostformen beschäftigen, wie wichtig das ist, Essen und Trinken in angemessener Folge zu verändern. Dann gibt es einen Passus zur Aspiration und Aspirationspneumonie und einen Ausblick zu Wissenschaftlichkeit und Neuroreha. Und zum Ende haben wir einen freien Diskurs. Ich werde nach jeder Gliederung eine kurze Pause machen, nach jedem Abschnitt, dass dann die Möglichkeit besteht für Sie, für euch, einfach Fragen zu stellen, dann ist es etwas besser und einfacher im Kontext zu verstehen. Also in der Schlucktherapie ist es so, dass der beste Grundsatz ist die Prävention vor Rehabilitation.
Das bedeutet, dass wir versuchen sollten, all unser Wissen, all unsere Erkenntnisse zu bündeln, um einem Patienten mit Schluckstörung ein schwerwiegendes Ereignis wie das Verschlucken möglichst zu ersparen. Und das beschäftigt mich schon all die Zeit meiner Berufskarriere. Seit 13 Jahren arbeite ich mit Huntington zusammen. Und ich hatte 2010 zum ersten Mal das Vergnügen, auf einem wissenschaftlichen Kongress für Schluckstörung einen Vortrag zu halten über Chorea Huntington. Und 2018 konnte ich einen Vortrag halten in Heiligenhafen zum Jubiläum. Heute bin ich hier eingeladen. Ich freue mich sehr, dass ich da bin und dass ich Ihnen ein bisschen ein paar Antworten geben darf und vielleicht ein paar Fragen auf dem Weg mitgeben darf, dass Sie für sich etwas mehr Behandlungsheilkunde gewinnen können. Wenn wir uns einmal jetzt das Schlucksystem anschauen, dann stellen wir schnell fest, dass Schlucken nicht nur eine primäre Aufnahme ist von Essen und Trinken und für ein Speichelschlucken, sondern Schlucken hat im größeren Sinne der Nahrungsaufnahme auch einen sehr wichtigen Kontext, den man oft in der Rehabilitation vergisst. Es hat nämlich was mit dem Gemeinschaftsgefühl, dem Bindungsgefühl zu tun. Das ist eine sogenannte Primär-Plus-Funktion. Das heißt, gemeinsames Essen, gemeinsames Trinken, das stärkt extrem psychische, emotionale Verhaltensweisen. Und wenn wir einmal Rückschau machen in ganz, ganz, ganz früher, dann haben wir gesehen, dass die Jäger, Sammler und Fischer, die sind zusammen auf Jagd gegangen oder haben die Bären gepflückt, haben dann das gemeinsame Mahl zusammen ausgerichtet. Und auch heutzutage noch, wenn man Festlichkeiten hat, Feierlichkeiten, dann wird das oftmals begangen mit dem gemeinsamen Essen. Und dabei haben wir Folgendes, wir unterhalten uns, wir stärken unsere sozialen Bindungen, unsere emotionalen Bindungen und wir essen und trinken einfach heraus aus der Automatik. Nach dem Motto, im Gehirn ist der Autopilot angeschaltet, man kann etwas essen, man kann etwas trinken, so wie ich trinke einen Schluck, verliere nicht den Faden, habe mich nicht verschluckt, alles läuft quasi per Autopilot ab. Und wenn man sich nun das mal für die Therapie hin betrachtet, dann ist Schlucken und auch Schluckstörungen sind so viel mehr als die Reduktion auf einen Schluckreflex. Ob der Schluckreflex funktioniert oder nicht. Ja, weil das Ergebnis in der Schlucktherapie ist oftmals nicht so das Entscheidende. Es ist mehr das Schluckverhalten, weil wie ein Patient schluckt, das zeigt uns als Therapeuten die Möglichkeit der Kompensation. Wir können etwas verändern, wir können Reha-Potenzial abrufen, also Chancen können wir entwickeln und Grenzen können wir bestimmen. Also das Schluckverhalten ist ein sehr wichtiger Prozess. Und wenn wir uns einmal jetzt in so eine Art Schluck, in eine Schluckintention begeben, dann stellen wir uns einmal vor, wir erspähen mit den Augen unsere Nahrung, die wir gerne essen möchten. Ja, wir greifen mit den Händen zu der Nahrung, führen das Essen zum Mund. Dann kommt das Essen in den Mund hinein. Ja, da haben wir unsere Mundphase, dort wird das Essen erstmal kontrolliert. Mag ich das jetzt überhaupt wirklich oder mag ich das nicht? Ja, ist es spitz, ist es hart, habe ich was Falsches gegriffen? Dann spucke ich es nochmal aus. Ansonsten wird das Essen zerkleinert, es wird eingespeichelt, es wird für den Schluck vorbereitet und jetzt sind wir nahezu bei der sogenannten Schluckreflex-Triggerung. Ja, bevor das geschieht, haben wir einen Stopp der Atmung. Das ist ganz wichtig, weil wenn das Essen jetzt von der Mundphase in die Rachenphase hineingleitet oder auch das Trinken, ja, dann wäre eine offene Atmungsphase im Bereich des Rachens, des Kehlkopfs, wäre sehr fatal. Idealerweise ist das verschlossen, ja, und so kann der Bolus, so nennt man den Speisebrei, kann er ungehindert die Rachenphase passieren, läuft am Kehldeckel vorbei hin zum oberen Bereich, zum Schließmuskel der Speiseröhre. Dort geht er auf,
der Schließmuskel, der Bolus wandert ein. Parallel dazu haben wir schon die Einatmungsphase, aber vor der Einatmungsphase, jetzt kommt nämlich die Krux, das ist nämlich sehr entscheidend, macht der Kehlkopf bei der Öffnung, haben wir eine sogenannte Restluft, eine kurze Ausatemphase. Und erst nach der Ausatemphase haben wir dann die richtig tiefe Einatmung. Das ist sehr entscheidend. Ja, und dann ist der Schluck schon vollzogen. Ja, also eigentlich, wenn man das sich so mal veranschaulicht, ist es eigentlich nicht viel große Zauberei. Man kann alles erklären. Und das ist auch das Wichtige für die Schlucktherapie, dass man es erklären und reflektieren kann. Natürlich etwas genauer und etwas spezifischer, aber es sind mögliche Ansatzpunkte. Das ist hier keine Zaubershow nach dem Motto, das Essen verschwindet hinter den Lippen, wird nicht mehr gesehen und verschwindet in einem ominösen Tunnelsystem, wo irgendwo hier im Hals über Erfolg und Misserfolg entschieden wird. Na, so ist es nicht ganz. Ich hatte eingangs gesagt, wir unterhalten uns beim festlichen Mahl und Trinken und Essen. Und da kommen wir schon zum ersten Punkt, nämlich das ist das autonome Schlucken. Wir schlucken quasi über ein Schluckmuster, was wir uns über die Kindheit heran quasi erlernt haben oder unser Gehirn. Und so ist es uns möglich, Sachen parallel zu machen, also ein Multitasking-System. Und das ist Schlucken, ne? Ein Multitasking-System. Damit haben es die Männer immer ein bisschen schwierig, die Frauen ein bisschen einfacher. Aber es ist so, das Schlucken ist Wahrnehmung, Verarbeitung. Wir haben Bewegungsprozesse, die laufen unwillkürlich ab, also quasi per Autopilot. Wir haben die willkürlichen Bewegungsprozesse, wir haben die Reflexe. Ja, nun bei diesem autonomen Schlucken kommen wir jetzt zum Bereich der Schluckstörung dann. Wenn ein Patient eine Schädigung hat, ist das mitunter zu 99% gestört. Und nun muss der Patient lernen, bewusst zu schlucken. Das heißt, er muss bewusst lernen, dieses Ganze, was wir gerade besprochen haben, zu timen, einzuleiten, ja. Und das fällt sehr, sehr schwer. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen morgens auf und Sie würden jeden Schritt vom Gehirn her supervidieren. Ja, wie Sie aufstehen, wie Sie die Zahnbürste nehmen, wie Sie die Zahnpaste auf die Zahnbürste raufmachen, wie Sie die Zahnbürste in den Mund führen, dafür öffnen Sie die Lippen, wie Sie dann kreisende Bewegungen einführen. Dann ist der Speicher schnell leer und die Batterie alle. Das heißt, die Merkfähigkeit und die Konzentrationsfähigkeit in so einer bewussten Schlucktherapie hat deutlich Grenzen. Und das andere Problem ist, weil ich habe vorgangs eine Frage bekommen von dem Jochen, die hat er gesammelt, helfen willkürliche Übungen, kann ich gut Übungen machen, um einen Patienten mit Huntington zu unterstützen? Ja, prinzipiell haben wir eine große Bandbreite, aber dadurch, dass bei diesem Störungsbild neurologisch oftmals die Willkürbewegung, das heißt die willentliche, bewusste Umsetzung einer Bewegung gestört und stark eingeschränkt ist, haben die Patienten natürlich sehr große Schwierigkeiten, wenn ich jetzt sagen würde in der Therapie, jetzt schlucken wir einmal und du hältst beim Schluckvorgang, wenn der Kehlkopf nach oben vorne gewandert ist, einmal kurz inne und hältst den Kehlkopf da oben. Dann sagt er, super, mache ich. Aber geht nicht, ja. Oder Patienten haben schon Schwierigkeiten, wenn man auffordert, schlucken Sie einmal. Dann macht der Patient manchmal parapraktische Bewegungen. Er öffnet den Mund, ja, streckt manchmal die Zunge raus, aber kann mit diesem Befehl an sich nichts umsetzen. Nicht, weil er ihn nicht versteht, sondern weil er es motorisch nicht initiieren kann. Gebe ich dem Patienten aber einen Löffel, der ein bisschen Apfelmus bedeckt hat, also einen leichten sensorischen Reiz, und führe dann den Löffel zum Mund und auf die Zunge und die Zungenmitte, dann hat er einen Schluck. Der sogenannte Bolusschluck, der Löffelschluck. Ne? Also da ist es schwierig, mit Patienten willkürliche, das heißt bewusste Trainingsetappen zu machen,
die auf Muskelgruppen, auf Muskelprogrammen beruhen, Bewegungsprogrammen, die wir normalerweise im Alltag gar nicht abrufen als Bewusstsein. Ne, das ist immer der größte Punkt. Bewusste Schlucktherapie und unbewusstes Schluckmuster. Ne, das ist schwierig. So, ein wichtiger Aspekt ist beim Schlucken auch die sogenannte Atem-Schluck-Kopplung. Die Atem-Schluck-Kopplung ist entscheidend, weil wir haben ein normales Atemmuster, wir atmen. Und wenn der Speisebrei im Bereich des Mundes ist und dort zerkleinert wird und jetzt zum Bereich des Schluckens in den Rachen vorbereitet wird, haben wir quasi eine Ausatmung, damit wir im Rachenbereich, weil wir haben jetzt hier die Mundphase, wir haben jetzt hier die Rachenphase, hier ist der Kehldeckel im Idealfall, der Daumen. Und wenn ich jetzt vor dem Schluck keine Ausatmung habe, habe ich ein riesengroßes Luftdepot, ja, und dann würde ich das im Schluck mit reinschlucken, mit reindrücken in die Speiseröhre. Das ist die sogenannte Aerophagie, das Luftschlucken. Das mache ich ein paar Mal und dann habe ich ganz schön große Bauchschmerzen, weil ich dann einen richtigen Luftbauch habe. Also haben wir eigentlich vom Gehirn her koordiniert eine Ausatmung. Dann leitet der Patient den Schluckvorgang ein. Der Bolus wandert über den Zungenrücken jetzt in den Rachenbereich. Wir haben einen Atemstopp, dass der Kehldeckel auch fest verschlossen ist, dass da nichts reinkommt. Dann ist der Bolus abgeglitten zur Speiseröhre hin. Und jetzt denken immer viele, es kommt die Einatmung, aber es kommt erst nochmal die Ausatmung an Restluft, um mögliche Restbestandteile der Nahrung oder des Trinkens, die im ersten Schluck liegen geblieben sind, aufzuspüren. Damit im Idealfall nochmal gehustet werden kann oder nachgeschluckt werden kann. Und dann kommt die Einatmungsphase. Also das ist eigentlich der komplexe Vorgang, leicht erklärt. Und das Wichtigste ist die Atem-Schluck-Kopplung. Und das ist bei unseren Patienten mit Handicken oftmals schon in einem frühen Stadium leider mit betroffen. Woran erkenne ich das? Am einfachsten an der sogenannten Artikulation und an der Phonation. Das heißt, wenn Patienten beim Reden ihre Sprechartikulation, wenn sie die durch das Atmen zeratmen, das heißt, sie haben noch kurze Sätze, man hört die Atmungsphase, ob auf Einatmung oder Ausatmung. Ja, und wenn ich diesen Fall schon habe, das heißt eine Störung in der Atem-Stimm-Kopplung, dann habe ich meistens auch schon eine Störung in der Atem-Schluck-Kopplung. Ja, und dann kommen wir zur ersten Frage, die ich auch gerne beantworte, jetzt schon vorab. Das war eine Frage von den Teilnehmern. Wann sollte ich Logopädie beginnen? In einem frühen Stadium. Wenn man sich mal die Leitlinien anschaut, auch bei Parkinson oder MS, es wird überall empfohlen, beginnen Sie möglichst früh, weil wir haben ja eine degenerative Störung, das heißt eine abbauende Störung mit deutlichen Atrophie, also Abbauprozessen im Gehirn, und eine frühe Therapie untermauert immer bestmöglich die Funktion und die Ressourcen. Also ein früher Beginn wäre adäquat anzuraten. So, jetzt habe ich erstmal einen kleinen Teil gesagt. Ich würde eine kurze Zwischenfrage machen. Gibt es Fragen? Sonst würden wir weitermachen. Lieber Chris, ganz kurz, ja. Ich habe gerade vorhin eine Frage bei ja. F&A. Ja. Vielleicht einfach mal kommentieren. Sieht man den Referenten denn? Es geht manchen, glaube ich, so, dass man den Referenten nicht sieht. Könnt ihr mich nicht sehen? Also da ist der Bildschirm anscheinend schwarz. Ah, okay, also ich kann dich sehen, Jochen. Kannst du mich auch sehen? Ja, ja, mir geht es auch so, klar und deutlich. Die Frage ist jetzt bloß einfach mal kurz rückmelden. Okay. Nee. Hm.
Nee, also die anderen Teilnehmer sehen dich. Ach, die anderen sehen mich. Okay, das ist gut. Okay. Genau. Jetzt muss ich bloß ganz kurz, wo die Fragen. Da kommen jetzt ganz, ganz viele rein. Sollen wir Jetzt sonst muss ich. weitermachen oder sollen wir noch kurz warten? Macht kurz eine Frage von der Ja. Susanna. Meine Frage ist: Nach jedem Trinken und Essen muss mein Mann laut aufstoßen. Liegt es daran, dass er vorm Trinken Luft holt und die sammelt? Andere Frage: Was halten Sie von Lachs oder Schlauch? Oder? Lachs? Lachs, Fisch meinst du? Also. Vermutlich. Weiß jetzt nicht, wie das gemeint war. Vielleicht, Susanna, würdest du deine Frage nochmal präzisieren? Also Also. die eine Frage war, Ja, der erste Teil, Susanne, der erste nach Teil. dem Trinken und Essen muss der Genau. Mann laut aufstoßen. Liegt es daran, dass er vom Trinken Luft holt oder Ja, sammelt? wahrscheinlich ist es so, wenn die Mundphase jetzt den Schluck einleitet, dann kann es sein, dass wir jetzt keine konkrete Ausatmung haben durch die Nase hin. Das könnte sein, die Nasenatmung ist behindert. Ja, viele Patienten haben das Problem, wenn sie dann kauen, dann ist ja der Zungenrücken im Mundbereich nach oben hin verschlossen, damit beim Kauen selber nichts über den Zungenrücken in den Rachen rutscht. Und wir haben eine gute Atmung durch die Nase, ist diese aber nicht gut belüftet durch vielleicht eine Stenose oder dass die Nasenmuscheln eine Hyperplasie zeigen, dann ist es so, dann muss leider derjenige auch durch den Mund atmen. Ja, da habe ich aber jetzt meine ganzen, sag ich mal, Bausteine des Essens, die da alle rumschwirren. Und natürlich kann über den, wenn ich jetzt hier diesen Zungenrücken habe, hier sind jetzt die Zähne, hier ist jetzt der Rachen. Und wenn ich jetzt diesen Zungenrücken absenken muss nach unten und von unten kommt der Luftstrom hoch, weil er durch die Nase nicht geht, ja, dann wirbelt natürlich die Luft einmal A-Materialien nach vorne weg. Aber ich muss auch wieder einatmen, sonst wäre das Ganze mit dem Leben nicht lange vereinbar. Und dann würde der eingeatmete Einatemstrom wahrscheinlich Fragmente vom Bolus schon mit reinreißen. Dann kann man sich daran verschlucken, aber es hört sich danach an, dass die Atem-Schluck-Kopplung, die Koordination nicht ganz so gegeben ist. Das kann man aber jetzt mal so von der Ferne her betrachtet. Man kann über gute Atemstromlenkungen in der Logopädie kann man damit unter Abhilfe leisten. Ich weiß jetzt nicht, wie weit fortgeschritten das Störungsbild ist. Also die Susanna schreibt nochmal zusätzlich zu der anderen Geschichte Lachs Vox. Genau, das ist eine Vibration, eine mechanische Vibration, die da eingebracht wird, ne? Wahrscheinlich setzt man die auch im Bereich des Kehlkopfs auf, ja, oder oberhalb. Und dann wird das ganze System in Schwingung gesetzt. Ne? Die erste Frage, wer hat das empfohlen? Hat das die Logopädie empfohlen? An Susanna? Wahrscheinlich ja. Wenn man das verwendet, das ist eine gute Assistenz. Eine gute Assistenz macht aber auch viele Missinformationen und sorgt für diffuse sensorische Impulse. Also muss gut beachtet sein, wann man das einsetzt. Auf keinen Fall zur Unterstützung der oralen Nahrungsaufnahme oder während des Schluck oder während des Schluckens. Ne? Das ist halt ganz wichtig. Das ist kontraproduktiv. Ne? Und das muss gut abgesprochen sein. Also man kann nicht einfach ein Gerät nehmen, was zum Beispiel eine Vibration hervorruft. Und die Vibration, wie gesagt, ist dann, wenn sie nicht halt fein dosiert ist, ist es eigentlich kontraproduktiv. Es macht nur Durchblutung, ja, aber Durchblutung kann man auch mit Schluckmassagen machen. Und die sind einfach gezielt, weil ich setze den Reiz da an, wo er gebraucht wird. Und das ist das Wichtige. Ne, also man kann nicht einen Störimpuls mit einer großen Bandbreite an Reizen befeuern. Da zieht das Gehirn keinen Lernerfolg raus. Das Gehirn muss konfrontiert werden. Ah, da ist das. Da ist das Problem. Es gibt noch neue Fragen, und zwar fragt einmal die Regina, aber auch der Bernhard, was bedeutet relativ früh anfangen mit Logopädie?
bei den ersten Bewegungen, wenn noch alles okay ist oder Ja. früher? Also ich erinnere mich, ich arbeite seit 13 Jahren mit Huntington zusammen. Und ich habe davor Huntington in der Klinik gesehen, und bevor ich dann nach Itzehoe gekommen bin. Und wir haben hier in Itzehoe die Facheinrichtung für Chorea Huntington, die GPS. Und da haben wir Patienten in allen Stadien, von der Wohngruppe bis halt in schwerste Stadien. Und ich erinnere mich an meine Patienten. Ich habe einige seit 13 Jahren. Und ich erinnere mich, mit diesen Patienten haben wir noch genüsslich geredet und haben auch schon über vorausschauende Sachen besprochen, weil sie einfach Redebedarf hatten. Was passiert denn bei Chris? Was wird passieren? Und dann haben wir das in der Therapie einfach besprochen, was passiert. Der Pro und Contra von PEG zum Beispiel. Und nebenbei haben wir eine Rumkugel gegessen als Beispiel. Und jetzt habe ich diesen Patienten immer noch. Und wir machen einen anderen Bereich. Wir machen jetzt viel Atemmassagen. Aber wie gesagt, wenn ich zu ihm komme, ja, es ist wie früher, auch ohne Worte. Wir verstehen uns ohne Worte, die Augen einfach. Also das heißt aber, in einem frühen Stadium, dieser Patient hatte auch damals noch keine motorischen Symptome. Ja, das ist ganz wichtig. Also es gab eine tolle Studie von Kosicki Anfang der 2000er. Da wurde gezeigt, dass bei Chorea Huntington, also in MRT-Aufnahmen, wurde gezeigt, dass auch schon 5 bis 8 Jahre, bevor die ersten motorischen Symptome auftreten, also sichtbar für uns, und damit können wir es auch erkennen, dass es auch schon zu Persönlichkeitsveränderungen kommt und zu Veränderungen der Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und es ist wichtig für eine Sensibilisierungsphase, dass Therapie gut tut. Therapie eröffnet Chancen. Ohne Therapie spüre ich nur die Grenzen. Ja, und das ist wichtig, finde ich, gerade weil unsere Patienten, das darf man nicht vergessen, anders als zum Beispiel bei Parkinson oder auch bei MS zum Beispiel, sie kennen das. Sie haben das bei Papa und Mama gesehen. Das ist auch ein Trauma, ja, würde jetzt die Psychologie sagen. Sie kennen das und haben es vielleicht verdrängt in der Kindheit. Aber es ist wichtig, man muss sensibilisieren, nicht konfrontativ und du musst jetzt. Man muss einfach vertrauensvoll da sein und die Möglichkeiten besprechen. Also in einem frühen Stadium würde ich beginnen, ehrlich. Das sind die besten Behandlungsergebnisse. Sehr gut. Die Jeanette fragt, ob es keine Aufzeichnungsfolien zum Vortag gibt. Natürlich gibt es sie, die hast du angemerkt. Was wir machen können, ist, dass wir die nachher auch mal teilen oder auch einblenden. Ja, gerne. Das können wir machen, das kann ich gleich mal in der Bildschirm freigeben. Das machen wir gern nach dem Themenblock. Dann fragt die Christiane, wann sollte eine Schluckdiagnostik durchgeführt werden, in welchen Abständen und wer ordnet diese an? Ja, also eine Schluckdiagnostik ist sehr wichtig, weil wir beurteilen von außen nur eine Röhre. Ja. Das heißt, es gibt ein Gradmesser. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass sich jemand, also mein Gegenüber, mein Partner, mein Freund, wenn der sich auf einen Trinkbecher oder auf eine Essensportion ungefähr dreimal an dieser Konsistenz des Essens oder der Viskosität, also der Flüssigkeit, wenn er sich daraufhin verschluckt und eine Atemschutzfunktion zeigt, wie Räuspern oder Husten, dann muss klar sein, zumindest ist es in der klinischen Logopädie so, dass die aufgenommene Nahrungsaufnahme nicht mehr mit der bestehenden Schluckfunktion passt. Und spätestens da muss ich Veränderungen machen, weil wenn ich das ignoriere, dann laufe ich Gefahr, auch schon in einem frühen Stadium der Erkrankung, schwerwiegende Folgen durch Aspirationsfieber oder Aspirationspneumonie zu bekommen. Und wir werden nachher im Vortrag auch einfach mal zeigen, was die Erfahrungswerte und die Wissenschaft so dazu sagt. Und wie gesagt, man darf sich auch gerade bei Huntington, das ist anders als bei vielen anderen degenerativen Störungsbildern, nicht von der ganzkörperlichen Motorik täuschen lassen. Ja, wir haben Patienten, die können, sage ich mal,
gehen ohne Rollator, geben dir die Hand, haben nur eine feuchte Stimme, ja, aber können nahezu fast alle Funktionen ausrichten, haben aber ein hohes Risiko, sich auf Rachenebene zu verschlucken und damit auch schon früh eine Aspirationspneumonie zu bekommen. Das darf man nicht vergessen. Aber kommen wir nachher noch dazu. Haben wir jetzt die Fragen so ein bisschen abgerundet, dass wir weitermachen können? Wir haben noch eine Frage, okay. Und zwar, wie funktioniert die Atem- und Schluckmassagen? Atem-Schluckmassagen zum Beispiel. Das ist ein Bereich, den Fachtherapeuten machen in der Schlucktherapie. Und der beste Schutz, ja, auch vor einer Aspirationspneumonie ist auch die Prävention. Und wenn wir Patienten haben, die eine schlechte Lungenbelüftung haben, aufgrund verschiedener Punkte, dann ist es so, dass wir die Patienten zum Beispiel durch atemstimulierende Einreibung oder durch Abklopfen, dass wir die Lunge einfach ein bisschen freirütteln, gerade dann, wenn schon Sekret mit vorhanden ist im Bereich der oberen Bronchien. Der andere Bereich ist, dass man natürlich durch Ausstreichen, durch Zug- und Stretch-Techniken, ja, im Bereich der Kehlkopfmuskulatur und der Zungenbeinmuskulatur, dass man da quasi das ganze System neuromuskulär aufwärmt. A, ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schluckkontrollgriff ansetze, ja, dann ist es so, und ich schlucke einfach mal damit, dann ist es viel präsenter fürs Gehirn, weil der Reiz daraufhin gelenkt wird. Das ist eine Tiefenwahrnehmung, als wenn ich den Patienten ohne diese Schluckkontrollhilfe schlucken lassen würde. Und das ist damit ein bisschen gemeint. Sehr gut. Die Frage wurde dann beantwortet. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde mal deine Unterlage über die Homepage starten. Okay. Sollen wir trotzdem weitermachen jetzt? Ja, genau. Okay, dann kommen wir jetzt zum Bereich der Logopädie. Also, was ist Logopädie? Logopädie ist eine medizinisch-therapeutische Fachdisziplin. Und kann ich weiterreden, ja, ne? Okay. Ja. Okay, und sie beinhaltet in der Reihenfolge, dass sie Schluck, Sprach, Sprech, Stimm, Atmungs- und Hörstörung bei Kindern und Erwachsenen behandelt. Nun muss man dazu sagen, dass wir viele Störungsbilder haben in der Logopädie und man kann nicht alles gut machen. Man muss sich entscheiden. Alles geht nicht. Vieles reicht manchmal schon. Und deshalb gibt es in den einzelnen Störungsgebieten sogenannte Fachweiterbildung und die sind auch zwingend notwendig im Bereich der Dysphagie, der Schluckstörung, dass man hier einfach eine zertifizierte Weiterbildung macht zum Schlucktherapeuten, weil das Examenswissen reicht leider für die Bandbreite der Schluckstörungen, die wir haben, nicht aus. Und ich möchte mal einen schönen Satz immer sagen. Das ist der Satz, an dem sich Fachtherapeuten zu messen haben. Der kommt von Frau Dr. Bertha Bobert. Und die hat immer gesagt oder diesen Satz geprägt für die Rehabilitation, dass der Patient ist niemals zu schlecht für die Therapie, sondern der Therapeut ist zu schlecht für den Patienten. Und das kann ich nur, ich glaube auch einige meiner Kollegen, nur unterstreichen, weil das Wissen des Untersuchers, das Wissen des Therapeuten, des Arztes oder der Pflege, das ist entscheidend darüber, wie der Reha-Prozess vollzogen wird. Je mehr man darüber weiß, je breiter die Banddichte, desto mehr Chancen habe ich für den Therapieerfolg. So, dann haben wir Logopädie abgeschlossen. Ja, also Logopädie ist halt wichtig, ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, sollte schon wieder früh verordnet werden. Und am besten hat man einfach Rücksprache mit dem Arzt, dass man einfach dann sagt, schau mal, da ist das aufgefallen. Und um einfach Folgeschäden, Folgerisiken im Vorfeld schon zu minimieren, wäre es ratsam, dass man sich einen Logopäden, im Idealfall einen Logopäden mit den Weiterbildungen Dysphagie, also Schluckstörung, sucht, um das im Vorfeld schon zu besprechen. Weil es wird eine Langzeittherapie werden, eine Langzeittherapie.
Und da empfiehlt es sich schon gleich, sich gute Leute ins Boot zu holen. Na? Weil das ist halt keine Therapieanwendung von 3 Monaten. Jetzt kommen wir mal zum Bereich der Dysphagie. Ja? Dysphagie ist eine Schluckstörung, bezeichnet den Umstand einer Schluckstörung. Und in der Dysphagie gilt der schöne lateinische Satz, quod me nutrit, me destruit, das, was mich ernährt, das wird mich auch zerstören. Wenn man sich mal die Fachbücher so durchwälzt, durchliest, dann sieht man häufig, dass irgendwann bei vielen Erkrankungen, auch Schlaganfall oder degenerative Erkrankungen, der Passus Dysphagie aufgeführt wird. Und dass diese Störung, wenn sie nicht eingeschätzt werden kann, also unbemerkt bleibt, dass sie ganz schön Krach macht in so einem Reha-Prozess und solche Reha-Ziele manchmal auch ungünstig verschieben kann. Und wichtig ist also, jede unbemerkte Schluckstörung und unbehandelte Schluckstörung trägt in sich ein hohes Risiko für weitere Erkrankungen und für das Voranschreiten der Erkrankung und im schlimmsten auch schon für verfrühte Todesfolgen. Das muss man einfach hier sagen, dass wenn ein Patient ungeachtet einer Kostform sich heftig verschluckt und dieser Bolus würde dann den Kehlkopf blockieren, dann kann es mitunter zu sehr schwerwiegenden Folgen kommen. Da ist eine aktive Rettungskette gefragt. Und was auch sehr wichtig ist, der Therapeut oder derjenige, der gerade zum Beispiel anreicht, ne, ich muss immer wissen bei einer Schluckstörung, was habe ich denn da vor mir, welchen Schweregrad habe ich vor mir und kann ich helfen? Was passiert, wenn der Patient sich verschluckt? Dann kann ich nicht zusehen und ihm gut Mut machen und sagen, huste, huste, das wird nicht helfen. Da muss ich also manuelle Rettungsmanöver besitzen können, einen kühlen Kopf, weil ich habe nicht viel Zeit, ja, und zu warten, bis der Notarzt da ist, das ist leider keine gute Aussicht. So, eine Schluckstörung hat also immer eine Dysphagie, immer den Bereich der oralen Nahrungsaufnahme, verbunden mit der Schluckfähigkeit und der Atemschutzfunktion. Das heißt, wie gut sind dann die Hustenstoßfunktionen, gerade die reflektorischen Hustenstoßfunktionen, das heißt, die reflexbedingt sind. Es bringt gar nichts, einen Patienten in einer Schluckdiagnostik husten zu lassen, also willkürlich, husten Sie mal, und der Patient hustet, ja, und trotzdem würde er sich verschlucken und leitet keinen effektiven Husten ein, weil Reflex bedeutet, eine Spürinformation liegt vor. Man muss es spüren, dass man sich verschluckt. Und der Husten ist entscheidend. Und nicht, dass ich mein Kreuzchen in der Diagnostik mache und sage, ja, der Patient kann willkürlich husten. Ja, da kann man nicht viel von ableiten. So, nun sehen wir bei der Dysphagie, sieht man häufig sehr viele Symptome. Und ich muss sagen, bei der Chorea-Huntington-Erkrankung, auch gerade durch diese Hyperkinesien, die manchmal auftreten können, oder das Entgegengesetzte, diese Westphal-Variante, wo ich sehr viel Steifigkeit, viel Rigidität mit dabei habe, sieht man sehr viele Symptome. Und man muss versuchen, in diesen ganzen Puzzleteilen, muss man versuchen nun, den Hauptschwerpunkt zu finden. Und neben diesen ganzen Funktionsverlusten muss ich versuchen, die Kompensation zu finden. Das heißt, wo hat der Patient seine Ressource? Wo kann ich ansetzen, um ihm zu helfen? Weil ein reiner Befund, der nur defizitorientiert ist, das kann er nicht, das kann er nicht, das kann er nicht. Und unterm Strich steht Magensonde und NPO, also Nihil per Os, nichts über den Mund. Das kann keine Lösung sein. Ja, also das ist sehr kurz gedacht. Das kann keine Lösung sein für eine erfolgreich angewendete Schluckrehabilitation. Ich habe mal einige Punkte zusammengeführt, wenn wir jetzt diese Dysphagie haben und wir haben sehr viele Symptome, dann ist es und bleibt es nur eine Dysphagie weiterhin. Eine Dysphagie. Dann sehen wir,
dass wenn wir zum Beispiel eine dominante Betroffenheit haben, der Hand-Mund-Phase, der präoralen Phase, in Form, dass wir nehmen jetzt mal das Ess-Sinn-Verständnis, das ist oftmals geprägt, auch wenn so psychiatrische Einflüsse mit vorliegen, dann sehen wir eindeutig, dass die Patienten zum Stopfen neigen. Ja? Sie stopfen sich das Essen rein, sie kriegen keine Rückkopplung, dass der Mund voll ist und würden auch, wenn sie sich verschlucken, ja, würden sie immer weiter stopfen, immer weiter stopfen. Und da ist die Gefahr sehr groß bei solchen Störungen im Ess-Sinn-Verständnis, dass wir sagen, wir reichen lieber an. Ja? Das heißt, das Argument der Selbstständigkeit und Selbstständigkeit stärken ist ein wichtiges Argument in der Partizipation, sehr wichtig. Aber wenn eine Eigengefährdung besteht, weil es einfach keine Rückkopplung gibt, der Mund ist voll, oder ich habe mich gerade verschluckt und ich gieße trotzdem trinken nach, dann steht die Eigengefährdung deutlich höher und ich muss versuchen, doch wieder diese Phase rauszunehmen, um eine gute Mundphase zu haben, indem ich das Essen einreiche. Ein weiteres Phänomen oder eine weitere Symptomatik ist die Störung der oralen Phase bei Huntington. Dann zeigen die Patienten oftmals einen Zungenvorschub, zeigen sie, eine sogenannte Protrusion. Und dadurch kann das Essen gar nicht mehr richtig transportiert werden durch den Mund. Und da stellen wir oftmals auf Trinkschluck um, weil der Trinkschluck ist eine andere Muskelsynergie. Und diese andere Muskelsynergie, die sorgt dafür, dass das Essen in Form des Trinkens jetzt besser durch die Mundphase fortbewegt werden kann. Dann gibt es die pharyngealen Dysphagien, also die Rachendysphagien. Die sind sehr, 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 sehr schlimm. Die werden oftmals unterschätzt mit großen und fatalen Folgen. Ja? Während die oralen Phasen werden immer überschätzt. Ne? Das heißt, man sieht die Patienten, Mensch, der kaut ja gut und der hat eine tolle Mundphase, alles klappt. Aber die Rachenphase ist desolat. Also eine gute orale Phase kann eine schlechte Rachenphase, wo sich der Speiseweg vom Luftweg trennt, kann das nicht kompensieren. Ne? Also diese Patienten müssten sofort zu einer Schluckdiagnostik und sofort zu einer Essadaption, weil das hat sehr, sehr, sehr gefährliche Auswirkungen. Wir haben auch laryngeale Dysphagien, das heißt Patienten, die oftmals dann auf Kehlkopfebene Probleme haben, dass sie das nicht mehr spüren. Sie zeigen sogenannte Penetration. Essen kommt in den Kehlkopf rein, wird nicht rausbefördert. Ist oftmals ein feuchter Stimmklang dabei. Dann im schlimmsten Fall haben wir auch die Aspiration dann, ne, wenn das Sekret weiter durchrutscht. Ja, und diese Patienten müssen auch sofort zu einer Schluckdiagnostik. Ja, und in diesem Fall auch zu einer apparativen Schluckdiagnostik, dass man versucht, einfach mal mit einer Kameradiagnostik hineinzuschauen, was ist denn da los und wie können wir helfen. Ösophageal, Speiseröhrenphase ist auch oftmals betroffen, circa bei 25% der Patienten. Das heißt, die Patienten neigen zu so einem GERD-Syndrom, das ist der gastroösophageale Reflux. Das heißt, sie haben einfach Reflux, Sodbrennen steigt auf. Und ist natürlich gefährlich, weil wenn ich Magensäure, Mageninhalt aspirieren würde oder penetrieren würde, das macht A, schwere Verätzungen und Verletzungen und würde auch die Speiseröhre irgendwann so schädigen, dass ich eine sogenannte Odynophagie habe, eine schmerzhafte Schluckstörung und dann macht das Essen auch keinen Spaß mehr. Oftmals ist es so, bei Patienten mit einer ösophagealen Dysphagie, die können sich manchmal nicht mehr so äußern oder haben keine gute Eigenwahrnehmung, denen tut das Essen einfach nur weh. Und wir als Pflege und als Therapeuten, als Ärzte wissen oftmals gar nicht, okay, warum geht der Patient in eine Essvermeidung jetzt hinein? Ja, die bevorzugen dann eher Flüssigkeiten, weil die halt durch die Speiseröhre nicht so an die
an die Wände der Speiseröhre rankommen, wo alles dann verätzt ist und vernarbt. Und die zeigen dann Schluckvermeidung. Also sollte man sowas im Vorfeld vermeiden. Und wichtig auch, wenn Patienten dann nach dem Essen gelagert werden müssen, niemals auf Körper links lagern, weil wir haben auf der linken Seite den Magen. Da haben wir die Magenphase hier, da sitzt der Magen. Und wenn ich jetzt auf Körper links den Patienten lagere, dann kommt es zu einer Kompression im Magengewebe. Und das ist wie eine Art, ich habe einen Luftballon, da drücke ich einfach rauf. Und dann ist ganz klar, ja, Druck erzeugt immer auch eine Art Reaktion. Und das, was ich gerade aufgenommen habe, würde ich dann blub, refluxartig nach oben befördern. Also lieber eine Rückenlage, Oberkörper ein bisschen hoch oder eine Rechtslage. Keine Linkslage. So. Und ja, gibt es jetzt erstmal Fragen, Jochen? Ja, wir haben eine Frage aktuell. Okay. Das hat mit dem aktuellen Thema nichts zu tun, sondern wie finde ich die richtigen Logopäden? Ich habe bei vielen Praxen telefoniert, aber die Erfahrungen laufen gen Null. Man wäre bereit, sich damit zu befassen, fragt die Regina. Ja. Gibt es da einen Tipp von dir? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist oftmals das Suchen der Nadel im Heuhaufen, eine Sisyphus-Arbeit, Regina. Weil wir haben es so, natürlich können Logopäden von Haus aus Schluckstörungen therapieren, ja. Die Frage der Behandlungsgüte ist eine andere Frage und findet oftmals auch eine andere Antwort. Und Fachtherapeuten für Dysphagie sind sehr selten. Im ambulanten Bereich sehr selten und im klinischen Bereich auch sehr selten, also in den Kliniken. Das heißt, entweder empfiehlt es sich, vielleicht mal eine Rehabilitationsmaßnahme zu machen, wo man vielleicht in einem geeigneten Zentrum speziell ausgebildete Therapeuten anfindet, die einen guten Befund, einen Therapieplan machen, der dann zu Hause fortgeführt wird. Ansonsten ist es schwierig, weil, ich sag mal so, also wenn ich eine Schluckstörung habe, dann brauche ich keine Artikulationsübungen direkt zu machen oder auch keine Merkfähigkeitsübungen zu machen. Oder das ist dann, da muss ich schon konkret arbeiten an den Schluckstörungen. Und das geht aber vielen Patienten so. Das hören wir vielerorts von Patienten, dass sie sehr, sehr, sehr schwer sich damit tun, einen geeigneten Therapeuten zu finden. Weiter? Es gibt noch weitere Fragen. Okay. Und zwar fragt, Moment, es kommen mehrere, fragt die Regina auch nochmal, was kann man als Erste-Hilfe-Maßnahme machen? Wir haben Magensonde und massive Schluckstörungen, hatten schon mehrfach eine wirklich brenzlige Situation. Gibt es da Tipps von dir? Also wenn man, Regina, wenn man brenzlige Situationen hat, dann sollte man erstmal schauen, habe ich eine angemessene Veränderung der Kostform in Essen und Trinken oder vielleicht nur noch in Trinken vorliegen. Eine Magensonde hat den Vorteil, dass ich natürlich die Last rausnehme, dass der Patient nicht so viel oder quasi seine ganze Ernährung über den Mund abwickeln muss. Das heißt, ich könnte zum Beispiel 30-40% über den Mund geben und gebe den Rest dann einfach nach dem Essen über die Magensonde nach, damit der Patient in kein Defizit kommt, in kein schlechtes Ernährungsergebnis. Weil wenn wir einen heftigen Gewichtsverlust haben, über eine sehr kurze Zeit hingesehen, dann haben wir mit ganz anderen Symptomen zu kämpfen. Ja, zum Beispiel ein heftiger Gewichtsverlust. Das heißt, ich verliere Muskelmasse, ja, ich verliere auch Antrieb. Das ist auch schlecht für weitere Entzündungsprozesse und würde den Fortgang der Erkrankung leider begünstigen. Also solche sehr gravierenden Gewichtsverluste in kurzer Zeit begünstigen den Fortgang der Erkrankung. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet, Regina. Nächste Frage ist ein
ist die ösophagale Schluckstörung vergleichbar mit einer Refluxerkrankung? Ja. Ja, also bei der ösophagealen Dysphagie, ja, also Reflux ist ein Symptom der ösophagealen Dysphagie. Es wird die Los Angeles-Klassifikation erhoben, die bestimmt, welchen Grad wir haben von 1 bis 4. Der ist ausschlaggebend auch für Lagerungssetting, was wir machen sollten und müssten. Und auch zum Beispiel Koffein sollten wir vermeiden. Koffein fördert die Schließfunktion des unteren Speiseröhrenmuskels, ja, saure Sachen, so wie in Säften zum Beispiel, das sollte man vermeiden, ne? Also ja, man kann das ernst nehmen, aber wie gesagt, die Rehabilitation hat ein paar Möglichkeiten, wie man dagegen intervenieren kann, wenn man dann immer weiß, was es ist. Okay, Jeanette möchte noch wissen, welche Arten der Schluckdiagnostik gibt es? Ist FES eine apparative Diagnostik? Ja, also FES ist eine apparative Diagnostik. Wir haben auch die Möglichkeit, dass wir einfach einen Röntgenschluck machen. Der ist weniger invasiv. Das heißt, bei der FES muss ja ein Endoskop durch die Nase eingeführt werden. Geschulte Untersucher, sie können das gut leisten. Ja. Ansonsten haben wir neben diesen Möglichkeiten noch die manuelle, die zervikale Auskultation. Das ist mit dem Stethoskop, wird dann gehört im Schluckakt selber. Das ist eine sehr gute Methode, eine sehr alte Methode. Ja, die können leider nicht mehr so viele Kollegen, aber in einer Doktorstudie hat man unter Beweis gestellt, dass ein Diagnostiker mit einer zervikalen Auskultation, das Hören per Stethoskop, ja, zu den gleichen Ergebnissen kommt wie jemand, der mit einer apparativen Diagnostik arbeitet. Der Vorteil ist natürlich der, das mit Stethoskop ist innerhalb von 5 Minuten erledigt. Und die apparative Diagnostik hat eine große Vorweildauer, die Untersuchungsprozedur dauert natürlich länger an. Und das Wichtige ist, dass der Messvorgang das Messergebnis beeinflusst. Nämlich, stellt euch vor, oder stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt also einen Fremdkörper im Nasenbereich und der dann quasi dort sich durchmauschelt in den Rachenbereich hinein, um eine Draufsicht auf den Kehlkopf zu bekommen. Das macht natürlich Irritation, ne? Und das kann das Schluckverhalten auch extrem verifizieren, ja, im Punkto, ja, in die ungünstige Variante, dass der Patient ein ganz anderes Schluckverhalten zeigt, als was er in Natura hätte, ja. Und natürlich ist, wenn ich jetzt einfach das Stethoskop anlege, wie bei uns auf Station, da kann ich das dann hören in dem Sinne. Und ja, wenn ich dann meine, okay, wir haben jetzt diesen Punkt erreicht, der Penetration, der Aspiration, dann verändern wir schon durch Kostform das ganze Setting. Und gegebenenfalls rufen wir uns gern natürlich eine FES nochmal mit ein, weil eine FES hat natürlich eine Draufsicht visuell. Ja, alles andere ist natürlich nur eine Beurteilung von außen über Hören, Spüren und Fühlen. Aber es wirkt auch. Okay. Dann mal das. Eine Zuhörerin möchte wissen, gibt es eine Webseite zum Auffinden von Logopäden mit Spezialisierung? Gibt es sowas in eurem Verband? Ich glaube, nein. Also es liegt einfach daran, dass A, gibt es kein einheitliches Curriculum für Fachtherapeuten für Dysphagie. Also man kann auch schon mit einem einwöchigen Kurs, ja, oder einem zweiwöchigen Kurs, ja, kann man dann ohne Prüfung, hat man eine Fortbildung gemacht im Bereich der Dysphagie und dann könnte man sich schon Fachtherapeut nennen. Aber die richtig guten oder die wenigen, sag ich mal, zertifizierten Abschlüsse, die haben alle Prüfungen mit drin. Und wie gesagt, aber die Therapeuten dafür sind sehr rar gesät. Sehr rar gesät. Die kann man wirklich an ein paar Händen abzählen, wer da dann quasi profan ist in der Behandlungskunde. Okay. Es gibt noch ein paar Fragen. Erste-Hilfemaßnahmen, wollte Regina wissen, gibt es auch die Möglichkeit oder was hältst du von ruhig einreden auf den Patienten, sie beruhigen, zusätzlich zu anderen Möglichkeiten?
In dem Moment, wenn sich der Patient verschluckt? Ja. Okay, also der Patient verschluckt sich gerade und er zeigt also eindeutig Zeichen, dass er es hustet und Probleme hat auf der Rachen- oder Kehlkopfphase. Ja, also wir haben ein akutes Verschlucken. Sehe ich das richtig? Ganz genau geht es aus der Frage nicht hervor. Okay. Vielleicht beantworten wir beides. Okay, also grundsätzlich sollte ich zu einer Esssituation immer Ruhe schaffen, Umgebungsräusche reduzieren, Helm abnehmen, falls ein Helm drauf ist, weil der Kinnriemen oftmals Missempfindungen macht, gerade wenn man sich dann mal verschluckt und ich muss jetzt intervenieren, ich muss versuchen, die Überstreckung herzustellen, dann stört so ein Helm, das sind wichtige Sekunden, die fehlen, ja, verschluckt sich ein Patient aber jetzt akut, ja, in diesem Moment, dann sollten wir den Patienten sehr harsch und sehr laut ansprechen, ja, auch berühren, Kontakt, einen richtigen Überraschungseffekt, einen Aha-Effekt fürs Gehirn, weil in dem Moment denkt das Gehirn, ich werde überfallen, Adrenalin steigt auf, ja, und diese Abwehrspannung, die sich jetzt nochmal erzeugt, erhöht auch den Druck auf die Atemmuskulatur, die Kompressionskräfte oder die Kontraktionskräfte in dem Sinne. Und durch diesen erhöhten Tonus habe ich jetzt vielleicht noch die Möglichkeit, ja, einen kräftigeren Ausatemstoß begleitend im Heimlichmanöver einzuleiten. Ja, also nur daneben sitzen und laut ansprechen, ne? Das funktioniert leider nicht. Ne? Also man muss da schon rangehen, an den Patienten heimlich Griff einleiten, ja, Arme nach vorne. Wir haben bei uns auch solche Settings, wo wir die Pflege dafür sensibilisieren. Das muss man aber vor Ort machen, weil das kann man über Video schlecht zeigen. Ja, das ist sehr, sehr, also ich höre mir das mal an und ich kann mir vorstellen, wie es ist. Ja, das ist leider nicht der Nenner, weil wenn Sie sich das mal angucken würden bei uns, dann würden Sie denken, oh Gott, nein, so, nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt, aber so muss es leider sein. Ja, also viele Punkte können wir halt über dieses Tool, dieses mediale Tool nicht klären, weil die brauchen einfach eine direkte Supervision. Das tut mir leid. Okay, jetzt gibt es noch drei Fragen. Gibt es eine Möglichkeit, wenn jemand während des Kauens in der Bewegung was stecken bleibt, anregend zu unterstützen, damit der Kaureflex wieder aktiviert wird? Okay, also gibt es eine Möglichkeit, wenn etwas in der Kauphase stecken bleibt? Ja. Das heißt, die Kaubewegung hört auf. Nehme ich mal an. Hört genau. Okay. Also wenn die Kaubewegung aufhört, muss man erstmal differenzieren, unterscheiden, ist es überhaupt noch eine Kaubewegung oder habe ich nur eine Mundöffnungsreaktion? Das heißt, eine Kaubewegung hat immer einen rotatorischen Anteil. Der Kiefer senkt sich ab, der Unterkiefer, und macht eine Mal-Gleitbewegung zu den Seiten hin, ja, und dann nach oben. Viele Patienten machen nur noch sogenannte Scharnierbewegung, ja, wo der Unterkiefer sich zwar vom Oberkiefer löst, aber im Endeffekt, wenn man sich mal das anschaut, das Kaumuster, dann sieht man oder man erkennt es daran, dass der Bolus, der Speisebrei, eher wie ein Abdruck sich formt. Da sind kaum Impressionen oder Eindrücke von den Zähnen enthalten. Es ist mehr ein Zerdrücken des Speisebreis, der Zunge, gegen den Gaumen, mehr eine Art Schablonendruck, ja, das ist dann keine Kautätigkeit mehr. Trotzdem, wie kann man das einleiten? Entweder ist die Kost zu klebrig, zu backsig, ja, oder wir haben es so, dass die Kost auch vielleicht zu schwierig ist, vielleicht sollte man auf den Trinkschluck umsteigen, wäre das etwas besser, ja, das kann ich jetzt so weiter nicht differenzierter beantworten, ohne den Patienten so zu sehen. Aber wenn die Kauphase unterbrochen wird oder die Mundphase, dann muss ich versuchen, mögliche andere Wege zu finden. Und der größte Weg ist immer der Bolus, die Veränderung des Bolus, die Veränderung der Nahrung. Das ist der größtmögliche
Ressourcenfaktor, weil der Bolus macht den Schluck. Ja, je besser der Bolus, auch von der Textur, vom Geschmack, von der Sensorik, desto besser ist das Schluckerlebnis für den Patienten. Okay, Jochen, wollen wir weitermachen, bevor uns dann die Zeit ein Schnippchen schlägt? Ja, es kommt noch eine Frage vom Thorsten. Was wäre das ideale Körpergewicht in Abhängigkeit der Körpergröße, damit man, sage ich mal, nicht gleich Probleme bekommt? So sieht es aus. Er schreibt dann zwar noch was von Antriebsverlust etc. Ja. Kann ich jetzt nicht wirklich einordnen, aber gibt es da eine Aussage, dass man einfach gesund sich ernähren, sich auf, sage ich mal, gutes Gleichgewicht zwischen Körpergewicht und Abhängigkeit schaut, dass es passt, weil wir werden ja oftmals im Bereich der Medizin angeregt, kalorienreich das Ganze zu gestalten, die Ernährung von handigen Patienten, weil die ja sehr viel Aktivität haben. Ja, okay. Ich habe das im weiteren Teil des Vortrags eigentlich. Ich kann das einmal vorweggreifen und ich würde mich freuen, wenn wir dann einfach weitergehen, damit wir einfach dann die Bandbreite des Vortrags voll genießen können. Also die Antwort lautet, am besten ist eine ausgewogene Ernährung. Ja, allein schon vom ganzen Denken und der Ernährungslehre her. Eine mediterrane Form ist immer vorteilshaft. Wenn ich nur eine einseitige Ernährung habe, habe ich auf der anderen Seite Mangelerscheinungen. Die Anregung zu diesem sehr übersteigerten Kalorienansatz, ja, dieses provozierte Übergewicht, ja, da gab es eine Studie im europäischen Atmungsjournal von 2019, die hat herausgefunden, dass ein Übergewicht ist definiert nach BMI ab 25, ne? Obwohl der BMI ja nicht ausschlaggebend ist, sondern das Bauchfett ist ja ausschlaggebend, sprich das Organfett, das ist ausschlaggebend. Aber 25er BMI, sagt man, ist bei uns Übergewicht. Und ab 30 BMI habe ich einen adipösen Zustand. Und hat man herausgefunden in dieser Studie, dass dieses Bauchfett sich auch leider in dem Bereich der Atmung, sprich im Atmungsorgan, in den Bronchienwänden anlagert und dort durch diese Fetteinwanderung den Bronchienbaum, also sprich das Volumen für Sauerstoff, das Volumen für die Einatmungsphase und Ausatmungsphase deutlich reduziert. Das heißt, mein Atemvolumina nimmt ab, ja. Und die Folge sind, ich habe eine schlechte Lungenbelüftung, ich habe eine schlechte Lungenfunktion, ich bin anfällig für Entzündungsprozesse, ich könnte weitere Beschwerden wie Asthma bekommen oder COPD, eine chronische Lungenkrankheit. Und was in der Schlucktherapie jetzt allen Fachtherapeuten auffallen sollte, ist nämlich der Punkt, eine schlechte Lungenfunktion heißt auch eine schlechte Hustenfunktion. Aber die Hustenfunktion, gerade die reflektorische, ist ja das, was uns schützt, wenn wir uns mal verschlucken. Ja, also muss man überlegen, ob ich jetzt langfristig einen Ansatz mache zum provozierten Übergewicht, ja, weil die Sekundärerkrankungen, die ich damit hervorrufe, die haben es ganz schön in sich. Ne? Also ich finde eine ausgewogene Ernährung in dem Sinne und eine gute körperliche Statierung, das ist ausschlaggebend. Ja, und das sollte man auf jeden Fall, sollte man diese Studie von 2019 diesem europäischen Atmungsjournal, sollte man das auf jeden Fall mal diskutieren, auch über die Pros und Kontras für die Arbeit im Huntington-Bereich oder generell im Bereich mit neurodegenerativen Patienten. Ja. Ich würde jetzt übergehen zum also Huntington-Dysphagie, Jochen, also ist die Frage, gibt es immer die Huntington-Dysphagie? Da habe ich ein schönes Zitat, der gute Arzt behandelt Krankheiten, der sehr gute Arzt behandelt Patienten mit Krankheiten. Ja? Wenn man das so betrachtet, ja, dann sollte eigentlich an jeder Reha-Prozess so geführt werden. Wir können nicht eine Schablonentherapie nehmen und jetzt, sage ich mal,
dieses Schema F-Design im IKEA-Baukasten anwenden auf jeden Patienten. Ja, jeder Patient bringt eigene Funktionen, eigene Ressourcen mit. So, und wenn ich jetzt das übergehe und den Patienten in eine Schublade hineinstecke, dann nehme ich ihm natürlich das Potenzial seiner eigenen Rehabilitation. Das darf man nicht vergessen. Also jede Dysphagietherapie, wie auch jede andere Therapieform, ist immer individualorientiert geführt. Ja? Und bei der Huntington-Krankheit gibt es zwar ähnliche Phänomene, und wir sehen auch eine typische Clusterung. Das heißt, wir sehen zwei große Domänen. Die einen Patienten zeigen in einem Vorfeld oftmals Störungen der Handmotorik und Störung der oralen Phase, der Mundphase. Da kann man dann Rückschlüsse darauf ziehen, dass jetzt Entzündungsprozesse im Bereich der linken Gehirnhälfte vollzogen werden, weil diese regeln diesen Bereich. Während Patienten, die eher auf der Rachenebene Schluckstörungen haben, und das so zeigen wie Penetration oder Aspiration, ja, diese Patienten haben ein sehr hohes Risiko auch dann für Pneumonien, und das wiederum vollzieht sich meistens in der rechten Hemisphäre, in den Schluckarealen. Und ganz wichtig, wir hatten dann mal aufgrund der wissenschaftlichen Arbeit bei uns, hatten wir in 2018 mal begonnen, Ergebnisse zusammenzutragen, und da fiel auf in einer deskriptiven Studie, die steht weiterhin an und läuft fort weiter, dass auch Patienten schon in einem frühen Stadium ihrer Erkrankung noch über eine ganz gute ganzkörperliche Motorik verfügen. Ja, also sprich, sie können noch wirklich von unserer Facheinrichtung rausgehen, können zum benachbarten Konsum gehen, aber sie haben schon eine Rachenschluckstörung. Ja, das heißt, diese Patienten täuschen mit ihrer ganzkörperlichen Motorigkeit hinweg und lassen dann keinen Anschein für die Rachenschluckstörung zu. Das sehen wir auch manchmal an Patientenbeispielen, die wir erleben. Ein Patient kommt aus der Klinik zu uns, wird überstellt, und er hat immer eine ganz gute ganzkörperliche Motorik, und es steht dann im Therapiebrief drin, ist Vollkost, wäre möglich. Also keine Einschränkung. So, wenn wir das so weiterführen würden, dann wäre der Patient innerhalb von ein paar Tagen auf Intensivstation, weil die Rachenschluckstörung ist schon sehr, sehr groß, und wir müssen den Patienten dementsprechend im Kostlevel für Essen und Trinken reduzieren und sicher einstellen. Ja, andersrum erleben wir Patienten, die dann wiederum sehr viele Hyperkinesien haben. Das ist eines der typischen Bilder bei Huntington. Und wahrscheinlich war der Untersucher davon so geblendet und so beeindruckt, dass er der Patientin eine Schluckfähigkeit im Vornherein abgeschrieben hat. Und die Patientin wurde auf NPO gesetzt, das heißt Nahrungskarenz, einfach eine Magensonde. War dann 4 Wochen in diesem Zustand, hat nichts über den Mund bekommen. Von den Atrophieprozessen, die Abbauprozesse, die da beginnen, gar nicht mal zu sprechen. Und diese Patientin, die isst bei uns zu allen Mahlzeiten, Essen und Trinken, und die Magensonde ist eigentlich nur noch ein Beiwerk. Ja, das heißt, eine geschulte Untersuchung ist schon wichtig, um das Potenzial bei Huntington angemessen und individuell zu beurteilen. So, gibt es die Huntington-Dysphagie? Nein, es gibt sie nicht. Kann man ganz klar sagen, jede Dysphagie ist einzeln zu betrachten. Wir haben hier kein Schema F. Ja, wir betrachten alle Patienten hinsichtlich ihrer Ressourcen eigenständig. Also gibt es keine eigene Deklaration, es gibt die Huntington-Dysphagie. Das wäre eine Nomenklatur oder eine Stigmatisierung, die eher unvorteilhaft ist, weil sie würde denn mögliche Ärzte, Therapeuten und Pfleger dazu verleiten, viele Patienten nach einem Gusto, nach einem Schema zu behandeln. Das geht so nicht. Wir haben zwar ähnliche Nenner, aber jeder ist einzeln. So. Jetzt würden wir zur oralen Koststufenadaption kommen. Na? Das Andicken von Getränken, also die Veränderung der Fließeigenschaften oder die Veränderung der Konsistenz beim Essen, das sind entscheidende Marker, entscheidende Werkzeuge in der Schlucktherapie, weil wir haben die Möglichkeit,
Das ist ein 24-7-Konzept. Sie müssen immer essen, zu allen Mahlzeiten. Ein besseres Training kann es nicht geben, als nur ein Training, sage ich mal, wo Sie zweimal in der Woche Logopädie haben. Also Schlucktherapie heißt immer auch, dass die Kostform zur Schlucktherapie mit hinzugezählt wird. Und die Europäische Schluckgesellschaft kam in einem Positionspapier 2016 zu dem Agreement, zu dem Schluss, dass die einfach gemeint haben, ja, es ist wichtig, die Anpassung von Getränken und von Essen, um einfach ein Gesundheitserlebnis gewährleisten zu können. Weil was ist das Problem bei einem Schluckpatienten? Das Verschlucken. Und wie kann ich das am besten regulieren? Durch das Risiko von Essen und Trinken. Ein ganz einfacher Kehrreim, der sich fachlich meistens eigentlich gut lösen lässt. Wir haben ein Schluckassessment, das ist die Dysphagia Nutrition Scale. Und diese Schluckskala, dieses Assessment ist funktionell und es orientiert sich zum einen am Schweregrad der Schluckstörung und weist dem Patienten auch gleich eine dementsprechende Kostform zu. Für die Pflege, die Therapie und die Ärzte ist es sehr, sehr gut, sehr valide, weil man kann diesen Kostverlauf dokumentieren. Ich kann sagen, guck mal, letztes Jahr im Januar hatten wir das Kostlevel gehabt. Jetzt haben wir das Kostlevel. Ja, was auch möglich ist, ich habe durch diese Dysphagia Nutrition Scale einfach auch meinen einheitlichen Standard, wenn ich mich austausche. Und das heißt, die Kostform, die für den Patienten wichtig und essentiell ist, die bedingt auch gleich den Schweregrad. Das heißt, der Patient muss sich nicht mehr an den vorgefertigten Schweregrad anpassen, sondern der Schweregrad passt sich an die Funktion des Patienten an. Und damit ist es sehr aussagekräftig. Ja, ich kann dieses Design quasi führen im Kostaufbau bei Patienten. Ich kann dieses Design aber auch führen in der Kostausschleichung. Und das Wichtigste, es ist kontrolliert. Ja, es ist nachvollziehbar, es ist transparent. Und mit einem guten Schluckbefund kann dann die entsprechende Kostform zugewiesen werden. Ja, und das sind einfach sehr gute Vorteile, um einfach sowas transparenter zu machen, auch gegenüber den Ärzten oder vielleicht auch den Krankenkassen. Ja, dass wir haben zwar nicht mal viele große Effekte bei degenerativen Erkrankungen von Verbesserung, aber wir haben sehr gute Effekte in der Stabilisierungsphase. Und die Stabilisierung ist quasi die Verbesserung, die wir anstreben. Das ist das Wichtigste. Ne? Und mit so einem Funktionslevel könnte es nicht passieren, dass Patienten überschätzt oder unterschätzt werden. So. Jochen, wollen wir eine kurze Fragerunde nochmal machen oder wollen wir weitermachen? Ich muss ganz kurz schauen. Fragen gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht. Okay. Also, was ich noch irgendwo hätte, das hat jetzt, sage ich mal, mit dieser Geschichte nichts zu tun, hat aber mit der aktuellen Pandemie noch zu tun. Wie wirkt sich denn so die monatliche Testerei auf Schlucken bei handigen Patienten aus, die zum Beispiel im Heim sind und immer wieder mal so einen Corona-Test machen müssen? Ja, ist das also positiv, ist das, ja. Also ich glaube, natürlich ist es immer nicht positiv, wenn man da so ein Nasenstäbchen hat, ja, und das wird da reingeschoben. Man muss erst einfach mal so diesen, der Zweck und das Mittel betrachten, ja. Und natürlich ist es, finde ich, wichtig, dass wir eine Gesundheitsprävention und Prophylaxe haben, indem wir gut vorbeugen, indem wir Schutzmaßnahmen aktiv machen. Und da müssen wir leider übel oder wenig durch, finde ich. Und ich finde, die Patienten stecken das sehr gut weg, muss ich sagen. Also die Patienten und die Angestellten, die stecken das sehr gut weg und das ist eine notwendige Maßnahme. Sehr gut. Das ist für uns auch immer ganz wichtig, wenn es dann einfach mal so ein Feedback von euch Fachleuten gibt. Okay, also Fragen sind aktuell keine da. Okay. Teil wieder die Unterlage. Okay. Ich würde jetzt einfach mal den Passus es aufgreifen. Aspiration, Aspirationspneumonie. Aspiration heißt ja, dass man sich anhand von Essen oder Trinken
oder einen Fremdkörper verschluckt. Das heißt, ein Gegenstand kommt in die unteren Atemwege. So, jetzt ist gibt es einen interessanten Passus, nämlich das sogenannte Aspirationsfieber. Das ist ein Temperaturanstieg von meistens 0,5 Grad. Ja? Das tritt häufig immer dann auf, wenn sich Patienten verschluckt haben. Ja? Ich habe jetzt Sekreteinwanderung in den Bronchien. Der Körper versucht, das einfach zu sanieren durch einen Temperaturanstieg. Alles schön, alles gut. Jetzt kommt die Krux an der Sache. Habe ich ein häufiges Aspirationsfieber, was unbemerkt bleibt, kann sich erstens eine Aspirationspneumonie daraus entwickeln, also eine Lungenentzündung, die sehr schwerwiegende Folgen hat. Aber auch bei einem Aspirationsfieber ist es so, dass dieser ständige Temperaturanstieg dafür sorgt, dass wir im Gehirn eine sogenannte Destabilisierung der Neuronenverbände haben. Das heißt, durch dieses Fieber, diese erhöhten, auch minimal erhöhten Temperaturkurven, begünstige ich Entzündungsprozesse im Gehirn und damit auch das Voranschreiten der Erkrankung. Wenn ich mich natürlich sehr heftig verschlucke und herzhaft einen O-Saft trinke oder einen Joghurt zum Beispiel, gerade Milchprodukte, Joghurt, milchhaltige Sachen, sollten aufgrund der hohen Biokulturenlast ab einem gewissen Grad der Kostform nicht mehr gegeben werden. Weil wenn ich aktive Biokulturen in die Lunge hineinschlucke, ja, die hineinwandern, da muss man sich eins merken, die Lunge kann alles super. Atmen kann sie super, aber verdauen kann sie gar nicht. Und lebende Biokulturen im Lungenbaum, im Bronchienbaum sind fatal. Und Kollegen von Intensiv würden mir dabei pflichten und sagen, oh mein Gott, das hätte man vermeiden können. Also Prävention vor Reha. Ja? Das heißt, eine Auswahl der Esssachen und Trinksachen ist schon sehr entscheidend für den Fortgang. Aber das Aspirationsfieber ist auch ein wichtiger Punkt, weil das würde schleichend zu einer Verkettung von Symptomen führen und würde dann natürlich die Schubanfälligkeit für weitere Schübe oder einzelne Entzündungsprozesse im Gehirn steigern und damit natürlich die Lebensqualität und die Funktionsvielfalt des Patienten minimieren. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen zu Wissenschaft und Neurorehabilitation herausgesucht. Den ersten Ansatz zum provozierten Übergewicht, den haben wir schon besprochen. Jetzt habe ich einen zweiten Passus, das ist die prophylaktische Gabe von Antibiotika zur Verhinderung einer Aspirationspneumonie. Ich erlebe das und auch im Gespräch mit Fachkollegen höre ich das öfters, dass wenn der Patient auf einmal sich verschluckt hat und leichte Rasselgeräusche der Bronchien ist halt spürbar, ein sogenanntes Aspirationsfieber, dass dann Ärzte manchmal ein prophylaktisches Antibiotikum verabreichen, um die Aspirationspneumonie zu verhindern. Und das ist sogar das Gegenteil ist der Fall, weil es hat in der Studie wurde gezeigt, wenn ich das Antibiotika nehme, dann mache ich die ganzen guten Bakterien, ja, die sogenannte Mundbatterie, die ich habe, im Mund kaputt. Und diese Mundbatterie sorgt dafür, der Speichel, ja, der sorgt dafür, dass fremde Erreger, pathogene Erreger schon erstmal vorgefiltert werden. Das Antibiotika macht diesen Bakterienfilm, den körpereigenen Bakterienfilm kaputt. Und man weiß einfach, auch Patienten mit Schluckstörung weiß man, dass wir immer auch eine Einwanderung von Sekret des Mundes, also von Speichel, auch in die Luftröhre, in den Bronchienbaum haben. Das hat man in einer Studie nachgewiesen, ja, dass zum Beispiel man 48 Stunden später bei Patienten mit einer Trachealkanüle konnte man nachweisen, dass man Erreger aus dem Mund konnte man in der Trachea nachweisen. Und deshalb ist ein Antibiotika nicht gut, weil diese pathogenen Erreger würden dann ungefiltert in die Lunge einwandern, ja, und würden dann erst recht eine sogenannte Pneumonie hervorrufen. Der nächste Punkt ist Mundpflege und Mundhygiene ist auch sehr wichtig. Auch da gab es im Vorfeld die Frage, wie wichtig ist da der Zahnarztbesuch? Auch sehr wichtig.
Eine gute Mundpflege, ein guter Zahnstatus sind wichtig. Auch gerade bei Kaustörungen ist die Frage, kaut der Patient nicht mehr, weil er es nicht mehr kann oder weil das Gehirn dieses Muster vergessen hat? Oder ist es so, dass einfach die Zähne wehtun? Ja. Und ein letzter Bereich ist dann die orale Mangelernährung, wenn der Patient zum Beispiel keine PEG hat und er macht gerade eine Schubphase durch. Das heißt, es geht halt momentan nicht mehr viel um orale Ernährung in Form von Essen und Trinken. Da ist es wichtig, dass die Medikamente angepasst werden, weil gerade sedierende Medikamente, die sind sehr abhängig von dem Flüssigkeitshaushalt im Körper. Und wenn der Patient aber nicht mal auf seine Trinkmenge kommt und jetzt am Frühstück nur es schafft, 50 Milliliter zu sich zu nehmen, dann kann ich dem nicht die gleiche Dosis an Sedierungsmedikamenten geben, weil wenn ich das über den Tag hin mache und den zweiten Tag auch, habe ich auf einmal Intoxikationserscheinungen, der Patient kommt in ein Delir und der ganze Gesamthaushalt wird dadurch nur noch schlimmer. Also wenn ich es habe, dass ich gerade eine Mangelernährung habe in Form eines Schubs, dann sollte immer Rücksprache mit dem Arzt gehalten werden und es muss eine individuelle Medikamentengabe dann berücksichtigt werden in Abhängigkeit vom Flüssigkeitshaushalt. Das ist halt sehr wichtig. Ja, jetzt würde ich eigentlich abgeben für weitere Fragen. Ja, erstmal möchte ich mich nochmal bedanken, ja, für den Vortrag, für die Zusammenarbeit mit dem Jochen und seiner Kollegin möchte ich mich bedanken. Ich bedanke mich auch bei meinen Kollegen für die Zusammenarbeit hier in Itzehoe. Ja, die machen mir immer sehr viel Spaß und auch Kompliment an die Kollegen und auch die Ärzte, ja, die immer versuchen, ihr Bestes zu geben. Ja, und wenn jetzt noch Fragen sind und die Zeit es zulässt, dann können wir noch einige Antworten geben. Jochen, du darfst. Ja, vielen lieben Dank. Ich gebe das Lob im Namen von uns natürlich zurück. Ganz, ganz toller Vortrag. War sehr, sehr interessant, auch für mich, obwohl ich schon lang und viel über das Thema Dysphagie gelernt habe, gibt es immer wieder ganz, ganz tolle Neuigkeiten, Tricks und Kniffs. Und das Schöne ist, dass wir da einfach jemand Kompetentes an der Seite haben, der immer wieder da ist und sagt, hey Mensch, ihr könnt euch an uns wenden. Auch hier nochmals im Anschluss einfach so ein bisschen eine Werbung auch für dich, lieber Chris. Also wer im Bereich Itzehoe ist und hier sagt, jawohl, Mensch, ich möchte mir das mal genauer anschauen, dann einfach auf den Chris und sein Team zugehen. Oder auch, wenn es Fragen zwischendurch mal gibt, kann man sich natürlich auch bei uns oder in der Geschäftsstelle hinwenden und wir können die Fragen auch weiterleiten oder auch Schulungen eventuell anbieten. Das zu diesem. Da einfach nochmal riesen, riesen Lob und vielen Dank. Es kommen auch Rückmeldungen. Der Bernhard sagt, Gratulation, ein sehr spannender Vortrag und das ist doch... Dankeschön, Bernhard. Was und ich glaube, da schließen sich die andere genauso an. Das kommt jetzt alles rein. Danke für den tollen Vortrag, einfach super. Wir stellen das online. Ich bitte natürlich die Technikgeschichte ein Stück weit zu entschuldigen, aber manchmal ist es so, im Eifer des Gefechts läuft dann technisch teilweise nicht immer alles rund, aber ich denke, wir haben es ganz, ganz gut hinbekommen. Genau. Wichtig auch nochmals und vielen lieben Dank an die Carmen. Auf dieser Webseite Praxis Kerntherapie, auf diesem Blog, den versenden wir an alle, die sich angemeldet und mit ihrer E-Mail-Adresse registriert haben. Hier versenden wir das Dossier nochmals, ist öffentlich einsehbar und darf gern geteilt werden mit anderen Fachkollegen und Fachkolleginnen. Ja, die Frage ist, gibt es noch irgendwelche Vorfragen? War informativ, klasse Vortrag, danke für den tollen Vortrag. Also du wirst in den Himmel gelobt. Dankeschön. Schön. Ja, danke an die Teilnehmer. Genau. Wie gesagt, so ein Vortrag immer, der steht und fällt mit diesen Teilnehmern und da sind wir einfach mega dankbar,
dass wir heute einige Leute trotz des Samstags in unseren Vortrag gelockt haben, trotz manchmal des schönen Wetters draußen. Da sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass die Leute sich immer dafür interessieren. Und es steht und fällt natürlich immer mit diesen Zuschauern. Ich möchte auch jetzt dann ganz kurz einfach nochmal ganz kurz auf uns eingehen, was wir im Bereich der Logopädie machen, und würde schön was anderes teilen. Also auch nochmal ein klein bisschen Werbung machen in eigener Sache. Was soll ich jetzt machen? Ich mache Werbung in eigener Sache. Ach, du machst Werbung in eigener Sache, sehr gut. Moment. Jetzt muss es bloß noch funktionieren. So. Genau. Also was es bei uns auch gibt, im Internet auf unserer Homepage sind die sogenannten Infoblätter. Auch hier sind wir immer mal wieder bemüht. Da müssen wir vielleicht auch mit dir, Chris, mal vielleicht durchgucken. Das wäre so eine Aufgabe, ob wir hier eventuell was entsprechend anpassen müssten. Wir sind zwar immer bemüht, das Ganze so aktuell wie möglich zu halten. Wir haben einmal das Thema Ernährung, Magensonde, Mund- und Zahnpflege und auch Schluckstörungen, wo die Leute bei uns runterladen können. Auch das wird im Nachgang in dieser E-Mail an alle Teilnehmer nochmal so teilt. Und was ihr einfach darauf hinweisen kann, unser Dossier Therapien ohne Pillen, wo nicht nur die Logopädie, sondern auch Physiotherapie, Ergo mit dabei sind. Auch das ist im Endeffekt wichtig. Hier nochmal der Hinweis. Und das ist nochmal eine Werbung in eigener Sache. Mitglieder bezahlen 0 Euro, Nicht-Mitglieder 8 Euro. Das ist auch nochmal ein deutlicher Vorteil für Mitglieder hier. Was es auch noch gibt, wir haben mal vor Jahren rausgebracht, ist auch immer wieder ganz, ganz wichtig, das ist unser Mümmelchen-Kochbuch, das einfach auch nochmal die mediterrane Küche ein bisschen verdeutlicht mit Rezepten und Tipps. Und wie gesagt, auch hier nochmal neues Infomaterial, so Leitfäden für Huntington-Familien. Und ich denke, das ist immer ganz wichtig, wenn man das seine Therapeuten auch mit an die Hand nimmt. Nutzt die Gelegenheit, fordert diese Informationsbroschüren bei uns an, verteilt es. Dann habt ihr auf jeden Fall als Familien einfach auch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt nicht diesen Spezialisten im Bereich der Dysphagie habt, um die Ecke, dass er zumindest sich ein bisschen einlesen kann. Was es auch noch gibt, ist Mundhygiene, und unsere Ansprechpartner ist nochmal ganz wichtig, die es natürlich auch gibt für jede Lebenslage. Nutzt diese Angebote und vielen Dank für eure Zeit, dass ihr bei uns wart. Es gibt natürlich weitere Angebote. Informiert euch einfach, dass ihr ein bisschen auf dem Aktuellen seid. Und ich wünsche auf jeden Fall, und damit beende ich das Ganze, euch einen schönen Tag, ein tolles Wochenende vollends. Für die, wo bei uns bleiben, heute Abend, und da ist jeder auch eingeladen, gibt es noch Musik. Musik zum Entspannen, zum Workout. Mit Cesare und Friends. Ganz, ganz toll. Wir mussten technisch ein bisschen umplanen. Wir werden es versuchen, nachher gibt es einen Technik-Check herzugehen und über YouTube das Ganze zu streamen, über Zoom. Wird auch noch eine Herausforderung, aber wir lernen dazu. Wir werden stetig besser. Beim nächsten Mal klappt es wahrscheinlich komplett. Und auch hier nochmal die Einladung dazu, wer noch keinen Link hat, kann gerne auf mich zukommen. Ansonsten reinhören bei YouTube geht immer, kommentieren, da müssen wir sich wieder anmelden auf YouTube. Ich kann das aber nachher auch einfach mal diesen Link, wenn er dann online geht, an die Leute, die sich angemeldet haben, verteilen. Ab 19:30 Uhr, circa anderthalb Stunden. Einfach Musik zum Wählen, zum Raussuchen. Auch da sind wir sehr, sehr dankbar über eure Musikvorschläge. Und jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.